Ich möchte in erster Linie Gefühle in Gesichtern darstellen. Ich möchte sehen, dass man also nicht auf billige Tränen zurückgreift, so dieses Kitschige, sondern wirklich, dass man eine Emotion zeigt von weinenden Frauen oder Wut oder auch Arroganz im Gesicht und das so groß wie möglich darstellt. Das interessiert mich im Moment am meisten. Ich sehe irgendein Foto und dann denke ich mir, das könnte man vielleicht als Grundlage hernehmen und fange dann an, das zu zeichnen, zu verzerren, zu verändern. Und dann stelle ich fest, während ich zeichne, ob das überhaupt möglich ist für mich oder nicht. Denn ich kann nicht jedes Gesicht zeichnen, es kommt nicht alles so rüber, wie ich das möchte und dann lasse ich das und dann fange ich was ganz Neues an. Für mein Verständnis zeichnet gute Kunst aus, dass es unverwechselbar ist, dass man sofort den eigenen Stil erkennen kann und dass man das sofort eben zuordnen kann. Und das ist eben die Schwierigkeit. Wenn man also eine neue Technik ausprobiert, muss es trotzdem zu dem eigenen Stil passen und das ist die Schwierigkeit überhaupt. Und das heißt, also man muss sehr viel denken dabei. Es hat nichts mit Freude oder zu tun, dass man also sich hinstellt und ein paar Striche macht und sagt, das ist Kunst, sondern es ist schwere Arbeit letztendlich. Aber dann, wenn es ab und zu gelingt, so ein Highlight dann zu haben, dann ist es ein unheimliches Glücksgefühl. Musik.